Hallihallo, liebe Giro-Freunde und herzlich willkommen zu den heutigen Highlights der Italien-Rundfahrt. Wir gucken zunächst noch mal, was gestern los war. Da gab es ja Drama bei den Sprintern. Caleb Ewan und auch Mark Cavendish wurden an der einzigen Bergwertung des Tages abgehängt, kamen nicht mehr zurück und mussten dann zusehen, wie der Rest um den Sieg kämpfte. Arnaud Demar, der Franzose für das Team Groupama FDJ, hatte am Ende die schnellsten Beine. Er gewann vor Fernando Gaviria, der wiederum war stinkesauer, denn seine Schaltung hatte wohl nicht mehr richtig funktioniert. Da hatte er also keine Chance gegen den Franzosen. Und für Demar war das schon der 6. Giro-Sieg der Karriere. Er übernahm damit auch die Führung in der Sprintwertung. Heute nun ist der Giro endlich wieder auf dem Festland angekommen. Wir nehmen jetzt also den italienischen Stiefel ganz vom Süden in Richtung Norden in Angriff. Der Weg heute führt uns nach Scalea, das sind 192 Kilometer. Es gibt nur eine kleine Bergwertung am Anfang der Etappe und dann noch zwei Sprintwertungen. Wenn wir uns also dieses Höhenprofil heute so angucken, dann wird uns relativ schnell klar, das schreit ja förmlich nach einer großen Revanche für die Sprinter. Vielleicht sehen wir also wieder die schnellen Männer in Action, aber wir gucken zunächst mal der Reihe nach, was heute alles so los war. 172 Rennfahrer waren noch am Start und einer von ihnen fasste sich dann knapp 170 Kilometer vor dem Ziel ein Herz. Es war Diego Rosa, der Italiener für das Team Iolo Cometa. Er fuhr ganz alleine dem Feld auf und davon und sein Vorsprung, der wurde relativ schnell immer größer. Das Feld hatte heute keine großen Ambitionen, da hinterher zu fahren. Und so waren es jetzt hier schon 3,5 Minuten und an der Bergwertung, da kratzte der Vorsprung dann schon fast an der 5-Minuten-Marke. Also die Bergwertung geht an den Italiener, der vorne liegt, und hinten im Feld, da hatten sich jetzt langsam schon die Teams von Caleb Ewan, also Lotto Soudal, und auch von Arnaud Demar, Groupama FDJ, eingereiht. Sie wollten also diesen Vorsprung nicht allzu groß werden lassen. Und dann sehen wir hier nochmal drei Jungs für das Team Drohnenhopper. Mit dabei ist Tagliani, der führt die Extrawertung nur für die Zwischensprints an. Der war also schon mehrfach in der Spitzengruppe des Tages und machte jetzt hier nochmal ein paar Punkte gut. Aber auch hinter ihm wurde nochmal gesprintet. Das sehen wir jetzt Arnaud Demar und Biniam Girmay noch einmal im direkten Duell. Die lieferten sich da auf jeden Fall einen schönen Fight. Und Girmay, der fährt tatsächlich kurz vor der Linie nochmal vorbei. Das sehen wir sogar nochmal extra von oben. Also weitere Punkte für den Mann aus Eritrea. Die drei Jungs für das Team Drohnenhopper werden dann relativ bald auch wieder eingeholt. Der Vorsprung für Rosa liegt immer noch bei knapp 4 Minuten. Lotto Soudal kontrollierte das Feld. Und auch für die Kultur wurde heute wieder gesorgt. In dieser Aufnahme sehen wir das mal wunderschön. Es ging ja heute wirklich den Großteil der Etappe immer nordwärts an der Mittelmeerküste entlang. Und so entspannt, wie die das im Feld angehen ließen, hatte vielleicht auch der eine oder andere Rennfahrer sogar mal Zeit, sich ein bisschen von dieser tollen Landschaft inspirieren zu lassen. Irgendwann dann kam auch das Team Quickstep mit in die Nachführarbeit. Der Vorsprung wurde dann kleiner. Jetzt ist er schon unter 4 Minuten gefallen. Aber Diego Rosa, der zog noch ordentlich durch. Er kommt dann auch bis zur nächsten Sprintwertung und holt sich da nochmal die Punkte. Es sind jetzt noch 45 Kilometer bis zum Ziel. Er hat noch 1,5 Minuten Vorsprung. Und hinter ihm, da wurde es dann nochmal interessant. Tagliani fuhr wieder mit seinen Teamkollegen los. Er wollte also weitere Punkte sammeln. Aber wir sehen auch Lennart Kemmler im blauen Bergtrikot mit dabei. Es geht hier nämlich auch noch um Sekunden. Und er wird dann tatsächlich Dritter in dieser Sprintwertung, holt sich damit 1 Sekunde und hat damit jetzt nur noch 38 Sekunden Rückstand auf den Mann im rosa Trikot. Also vielleicht schafft er ja irgendwann nochmal diese Lücke zu schließen und kann dann vielleicht sogar Rosa übernehmen. Der Mann mit dem Rosa im Namen, Diego Rosa, wurde dann 28 Kilometer vor dem Ziel eingeholt. Das Feld hatte es also jetzt geschafft, aber der Weg war noch weit. Es gab noch einige Kurven zu überwinden. Wir fuhren noch mal etwas von der Küste weg, um dann wieder zur Küste zurückzufahren. Die Sprinterteams kamen nun alle nach vorne. Wir haben noch 5 Kilometer zu fahren und die Positionskämpfe, die gingen nun natürlich in die heiße Phase. Die Teams von Caleb Ewan, also Lotto Soudal, aber auch das Team Groupama FDJ für Arnaud Demar und auch Rick Zabel mit seinem Team Israel Startup Nation, natürlich für Giacomo Nizzolo, kamen nun nach vorne. Es waren nur noch wenige 1000 Meter bis zum Ziel und wir gucken mal, wer jetzt hier am Ende heute die beste Teamtaktik auf seiner Seite hatte. Zunächst war es wieder mal das Team Groupama FDJ, also Arnaud Demar scheint sich sehr, sehr selbstbewusst zu fühlen, aber jetzt kam auch das Team Quickstep mit nach vorne und jetzt müssen wir mal ganz nach links gucken, da stürzt jetzt Gaviria fast. Da hat er also wieder einen Grund, sich aufzuregen. Er flucht und protestiert hier schon, ist also heute raus aus dem Sprint. Wir sind aber jetzt schon an der Spitze des Feldes. Da ist wieder Mark Cavendish, der fährt von vorne. Caleb Ewan kommt nochmal vorbeigeschossen und auch Arnaud Demar sprintet nochmal mit. Und auf der Linie machen dann beide einen Tigersprung. Cavendish hat auf jeden Fall nicht gewonnen. Das Fotofinish musste ausgewertet werden. Und Arnaud Demar gewinnt dann seine 2. Etappe in Folge. Wir gucken uns das nochmal von oben an. Also Cavendish wird wieder mustergültig in Position gefahren.
Der Mar muss um seinen eigenen Anfahrer herumfahren, muss sogar mal kurz rausnehmen. Dann tritt er nochmal an. Also Cavendish immer nach vorne. Caleb Ewan beschleunigt jetzt. Der Mar beschleunigt. Girmay ist heute mal nicht eingeklemmt, kommt aber trotzdem nicht vor. Und jetzt zündet hier Arnaud de Mar nochmal den Turbo. Und auf den letzten Zentimetern schiebt er dann sein Vorderrad nochmal vorbei. Also das war wirklich ein richtig schneller und toller Sprint. Und der Franzose zeigt es. Er ist in einer Topform. Jetzt sehen wir hier auch nochmal dieses Fotofinish. Also das war wirklich ultra knapp. Das könnte sogar eine der knappsten Entscheidungen sein, die wir hier jemals beim Giro gesehen haben. Und hier ist die Top 10. Demar vor Caleb Ewan, dann Cavendish, Girmay, Nizzolo, Bauhaus, Vendram, Conzoni, Albanese und Tönz auf der 10. Es jubelt also wieder der Franzose für das Team Groupama FDJ. Es ist dann heute sein 7. Sieg bei einem Giro. Er baut damit natürlich auch die Führung in der Punktewertung aus. Und Lopez führt weiterhin vor Kemner. Der hat ja eine Sekunde gut gemacht. Taramé ist weiterhin Dritter. Und Yates ist auch weiterhin mit 1,42 auf Platz 4 der beste der ganz, ganz großen Favoriten. Damit hat Lopez also auch diesen Tag in Rosa erfolgreich überstanden und darf sich bereits auf den nächsten Tag freuen. Der aber wird jetzt schon wieder deutlich schwerer. Wir sehen es, 4 Sterne wurden hier von der Organisation vergeben. Es gibt deutlich mehr als nur eine Bergwertung unterwegs, nämlich gleich 4-mal werden da morgen Bergpunkte verteilt. Da sind wir mal ganz gespannt, ob Lennart Kemner weiterhin versucht, sein Bergtrikot zu verteidigen oder ob er auf dem Weg in Richtung Potenza versuchen wird, das rosa Trikot anzugreifen. Es gibt theoretisch die Möglichkeit, das könnte eine ganz interessante Konstellation werden. Für heute sagen wir aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Es war wieder ein Fest hier beim Giro d'Italia. Das Mittelmeer ist immer wieder reizvoll. Und morgen geht der Wahnsinn weiter. Und dann sind wir schon auf Etappe Nummer 7. Also für heute sagen wir Ciao.